Was soll man zu The Last Guardian sagen, außer dass halt innerhalb, das ist immer noch der schönste Fun-Fact, innerhalb der Entwicklungszeit, der inoffiziellen Entwicklungszeit von The Last Guardian wurde Uncharted 1, 2, 3 und The Last of Us entwickelt und released. Ja, was soll man dazu sagen? The Last of Us ist auf jeden Fall etwas, was mich leider persönlich betrifft, weil ich mich sehr, sehr drauf freue. Ico und Shadow of the Colossus habe ich geliebt auf PS2, wie aber vor allen Dingen jetzt auf der PS3. Und jetzt hier auf der Tokyo Game Show wurde ein wenig mehr Gameplay-Material gezeigt. Das konnte ich leider nicht abfilmen. Wie gesagt, überall steht, dass man nicht filmen darf. Und gut, bei dem Gameplay-Material verstehe ich das auch. Das ist halt exklusiv für die Messe. Aber alles andere drumherum, selbst den Stand, den konnte man nicht richtig abfilmen. Also das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber was man gesehen hat, war doch leider ein wenig ernüchternd. Ich freue mich immer noch auf den Titel. Es wird mir persönlich, denke ich, Spaß machen, weil ich werde vorher nochmal Ico und Shadow of the Colossus spielen und da ist meine Erwartung einfach nur, sei genauso wie diese beiden Titel, selbst grafisch, weil das habe ich nämlich gesehen und da muss ich euch leider sofort enttäuschen. Es wird kein PS4-Niveau sein. Es wird zwar ein bisschen besser sein als PS3, gerade das Federkleid oder auch die Haare vom Protagonisten, aber die Texturen der Erde oder die Gräser, also das alles ist nicht wirklich sehr hübsch anzusehen, sondern einfach maximal zweckdienlich. Dafür hat es halt einfach diesen berühmten japanischen Charme, wie es aber auch Ico und Shadow of the Colossus halt von Anfang an schon hatten. Dementsprechend bin ich gespannt, was uns erwarten wird. Mal gucken, jetzt soll es im Dezember rauskommen, vom Oktober verschoben. Ob es überhaupt 2016 kommt, ich hoffe es, ihr hofft es vielleicht auch oder habt ihr den Titel schon längst aufgegeben oder erst jetzt wieder neu entdeckt? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Alles klar, bis dann!